Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Amalie Zuckerkandl, industriellen Gattin und Auftraggeberin eines Porträts bei Gustav Klimt, dem angesagten Künstler dieser Zeit. Gustav Klimt, der 1918 an den Folgen eines schweren Schlaganfalls verstirbt, 3 Wochen danach im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien haucht er sein Leben aus und hinterlässt neben einem unglaublich breiten Lebenswerk, das dieser Workaholic zurückgelassen hat, auch einzelne unvollendete Bilder, die für uns heute aus kunsthistorischer Sicht ganz besonders faszinierend, lohnend und spannend sind. Ihr Blick erlaubt einen Blick in die Historie. Amalie Zuckerkandl, jene Frau, die zum Judentum konvertiert war mit ihren 3 Kindern, um in die Familie Zuckerkandl einheiraten zu können. Eine der gebildeten, assimilierten jüdischen Großbürgersfamilien Wiens. Somit wird sie Schwägerin der berühmten Saloniere, Intellektuellen, Literatin und Journalistin, vor allem der Förderin der Wiener Werkstätte und des Sezessionismus Bertha Zuckerkandl-Zeps. Nun, Amalie Zuckerkandls Leben ist von Tragik durchdrungen. Die Scheidung von ihrem Mann wird sie zu einer, obwohl Mitglied der Bourgeoisie, der Oberschicht, zu einer bettelarmen und aus dieser Gesellschaftsschicht ausgestoßenen Frau machen. Der befreundete industrielle Bloch Bauer, auch er ist Mäzen, Kunstförderer und äußerst kunstsinniger, interessierter, die Moderne fördernder, wird sie aus freundschaftlichen Gründen unterstützen, indem er ihr das Bild, das Unvollendete, das sie in den 1920er Jahren übernommen hatte, das bei ihr im Salon an der Wand hing, übernehmen, um der befreundeten, geschiedenen Frau mit einer Apanage, einer regelmäßigen Zahlung unter die Arme greifen zu können. Und so kommt sie mehr schlecht als recht über die Runden. Wirklich massiv wandeln und ändern wird sich allerdings zum noch negativeren das Leben der Amalie Zuckerkandl, die uns hier noch aus einer glücklicheren, besseren Zeit entgegenblickt, das Gesicht von Gustav Klimt bereits ausformuliert mit diesem typischen pseudo-impressionistischen Pinselstrich, ein Duktus neben dem anderen, angedeutet bereits mit der Kontur, den nackten Schultern der Dame der besten Gesellschaft, das edle Kleid um ihren Körper, nur mit großen, großzügig hingeworfenen, nonchalanten Strichen von Gustav Klimt skizziert, direkt auf die Grundierung aufgebracht, würde er Schritt um Schritt vom Gesicht ausgehend das Textil, den Körper, den Hintergrund ganz im Sinne dieser modernen, sezessionistischen Ästhetik ausformulieren. Aber dazu soll es nicht mehr kommen. Amalie Zuckerkandl wird 1938 mit ihren 3 Kindern unter Druck geraten. Die Nationalsozialisten werden aus rassischen Gründen die Frau, die aus dem Judentum kommt, die aus dem Großbürgertum stammt, nicht nur enteignen, das bisschen, das sie noch besitzt, wird ihr abgenommen werden. Letztendlich wird sie deportiert und Amalie Zuckerkandl und ihre älteste Tochter werden im Konzentrationslager Belzec unter dem Regime des 1000-jährigen Reiches ermordet. Wie 6 Millionen Juden, Roma, Sinti, Homosexuelle und politisch Verfolgte wird dieses Regime Menschen verfolgen, die in das Schema nicht hineinpassen. Somit ist dieses anrührende, sensible Porträt der Vertreterin der einstigen Oberschicht nicht zuletzt auch ein beredtes Zeugnis einer historischen Aufladung, die uns jeden Tag aufs Neue wachsam und hellhörig bleiben lassen muss. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Belvedere und wünschen Ihnen lustvolles Schauen
wenn sie sich der Aura dieses Bildes aussetzen.